Und mit diesem grandiosen Intro begrüße ich euch zu dem Spiel Metroid Zero Mission für den Game Boy Advance. Metroid Zero Mission ist ein Remake des allerersten Metroids für das Nintendo Entertainment System aus dem Jahre 1986 mit verbesserter Grafik, ein bisschen anderes Gameplay und auch das Ende ist ein wenig anders. Und dieses Spiel ist das erste Spiel, das ich mit neuer Technik aufnehme. Und ich hoffe, dass diese Technik mich nicht im Stich lässt. So, ich habe hier schon vorbereitet. Ich spiele auf leicht, weil ich jetzt auch nicht so gut bin. 100% werde ich in diesem Spiel auch nicht erreichen können, weil ich nicht weiß, wo alles ist an Missiles und so weiter und so fort. Auf jeden Fall landen wir jetzt mit unserem schönen Raumschiff hier auf dem Planeten Cebes. Und der Planet Cebes, einst in friedvolleren Zeiten, war er meine Heimat. Lange bevor das Böse die Tunnelsysteme heimsuchte. Nun endlich werde ich die Geschichte meiner ersten Schlacht erzählen, die hier stattfand. Meine Zero Mission. Ja. Wir sind Samus Aran, die Kopfgeldjägerin. Dieser Planet, auf dem wir gerade sind, das war ursprünglich mal ihre Heimat. Ist er von den Weltraumpiraten zerstört wurde. Und wie es im Intro stand, müssen wir diesen Planeten jetzt von den Metroids säubern. Und die ganzen anderen Gegner, die hier rumlaufen, natürlich müssen natürlich auch erledigt werden. Aber unser Hauptziel ist ja auch die Metroids und halt Mother Brain zu erledigen. Und das machen wir natürlich. Dafür müssen wir hier rumlaufen. Es gibt natürlich auch ein paar Upgrades, so wie gerade eben den Morphball. Und es gibt noch viele andere Sachen. Und hier sind überall auch so eine Shoso-Statuen, die uns zeigen, wo wir hin müssen. Was selbstverständlich eine gewaltige Erleichterung ist, im Gegensatz zu dem ersten Metroid, wo es diese Hinweise nicht gab und man eigentlich aufgeschmissen war, wenn man nicht wusste, wo man hin möchte. Deswegen werde ich auch den ersten Metroid nicht spielen, weil er mir einfach doch ein Tacken zu schwer ist. Und die Version ist ja doch ein wesentlich einfacher, weil man weiß, wo man hingehen muss. Und auch die Steuerung nicht so hakelig ist. Gut. So, jetzt haben wir kurz gespeichert und können hier den ganzen Weg nach oben latschen. Dann müssen wir hier ein paar Spinnviecher da töten. Ist keine große Kunst. So, die lassen wir vorbei. Danke. Ja, ein paar Ruckler sind immer noch drinne, aber es ist nicht mehr so schlimm wie sonst bei meinen Spielen. Und halt der Sound dürfte auch wesentlich angenehmer sein im Ohr, weil der Hintergrundsound jetzt nicht mehr so laut ist. Es ist ja doch wesentlich schöner als meine alten Projekte dann. Deswegen, dass quasi ein Neuanfang für mich selber ist, nach einem Jahr, über einem Jahr sogar, bin ich ja schon dabei und jetzt mache ich erst richtig gute Videos. Nein, ich sag jetzt nichts mehr. Also gute Videos ist Ansichtssache. Gibt genug Leute, die besser sind als ich. Ach, ich muss ja hier aufschießen. Okay. So, dann holen wir uns mal hier das nächste Upgrade. Und zwar den Distanzbeam. Damit sind unsere Schüsse stärker und gehen auch weiter. Das ist auch gut. Und zwar können wir jetzt auch noch oben schießen. Genau, so. Und hier aufballern. Wenn wir hier ein Stockwerk höher kommen. So, Samus, mach dich mal klein. Und voll. Okay. Ach, da oben sind ja auch nochmal diese Fledermäuse oder was das da darstellen soll. Egal, ich nenne es jetzt Fledermäuse. Die haben bestimmt einen anderen Namen, wie die Gegner heißen, weiß ich nicht. Spielt ja auch keine Rolle. Wichtig ist, dass wir hier einmal hingehen. Nur um zu sehen, dass wir hier nicht weiterkommen, weil hier diese Statue steht. Das ist halt Pech. Aber man kann ja auch nichts dran ändern. So, gleich kommt ein kleiner Gegner, das weiß ich, und zwar hier, der hier. Den müssen wir einfach nur kaputtballern, bevor er mich kaputtballert. So, das war es ja auch schon mit den
Vorher hätte ich da nicht lang gehen können. So, die nächste Statue. So, dann zeig mir mal den Weg. Ja, ich weiß schon, ich muss nach ganz da hinten. Ja, das ist ein sehr langer Weg. Den muss ich aber halt leider bestreiten. So, Energievorrat vollständig hergestellt. Danke, liebe Statue. Jetzt hast du da deine Pause verdient. Ja, ich falle auf die Stachis drauf. Egal. Nein. Ah, geh weg. So, ich muss runter, ne? Ja, genau, hier muss ich hin. So, und hier rein. So. Genau, nach unten musste ich. Hier müsste nochmal ein Speicherraum sein, genau. Kann ich ja direkt nochmal speichern. So. Bin mal gespannt, wie lange ich für das Spiel brauche. Ich schätze mal so etwas über 2 Stunden werde ich bestimmt brauchen. Insgesamt. Also, wird ein bisschen dauern. So. Aber ist ja kein Vergleich zu anderen Spielen, die ich bisher gespielt habe. Also, wenn ich an Secret of Mana denke, das hat ja doch wesentlich länger gedauert. So, hier bebt die Erde. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir gleich einen Kampf bestehen müssen. Dafür bekommen wir hier unsere Missiles. Davon können wir mehrere aufsammeln. Jetzt haben wir erstmal nur 5. Das muss erstmal lang. So, dann komm mal raus hier. Ich weiß, dass du hier bist. Genau, da ist das Vieh. So, dann komm mal her. Öffne dein Auge für mich. Schwupp. Sehr gut. So, was macht er? Genau, jetzt geht er darüber. So, und hepp. So, jetzt muss ich ihn, glaube ich, noch einmal treffen. Dürfte er kaputt sein. Und hepp. Yep, das war schon. Kein schwerer Gegner für mich. So, jetzt kann ich mich hier noch ein bisschen auffüllen und bekomme den Charge Beam. Eine weitere Schussattacke, die jetzt ein bisschen stärker ist, denn ich kann sie auch aufladen. Ja, finde ich. So. Aber wozu denn? Okay, dann kann ich hier wieder weg. Ja. Hat nicht so ganz funktioniert, der Sprung, wie ich eigentlich wollte. Dabei kann Samus ja eigentlich sehr gut springen, wie man ja sehen kann. Auf jeden Fall besser als Mario. So, dann machen wir uns hier wieder klein und können hier hoch. So, und jetzt können wir hier aufmachen und hier den Weg weiter schreiten. Ach, jetzt kommen diese komischen Fliegen da, die einen ja gut nerven können. Ja, jetzt haben die mich gemobbt. Egal, ich laufe an denen vorbei. So, dann können wir hier aufballern. Wir müssen hier das komische Ding da hinten zerstören, damit wir weiterkommen. Unten können wir nicht lang gehen. Da würde eine Wand gleich sein und da würden wir dann nicht dran vorbeikommen. Nein, genau das meine ich nämlich. Okay, also, na, diese blöden Fliegen. Haut doch ab. Ah. Ihr steht mir meine kostbare Zeit. So, jetzt machen wir das Ding hier kaputt. So, komm schon. Ja, die Fliegen verteidigen das Ding natürlich. Aber ein paar Schüsse gehen ja immer durch. So, das war's. Gut. Endlich kann ich weiter. Schwupp. Wo bin ich? Ach ja. Gut. So, hier ist versteckter Missile-Container wieder. Sehr gut. Kann ich mir noch weiter aufballern. So, du hast ab da. Du auch. Yay, und du auch. Ja, da oben komme ich nicht ran. Da kann ich nicht hoch genug springen. Und der erste Energietank. Sehr schön. So, dann weiter. Hier wieder aufbauen. Nein, nicht in die Suppe. So. Hep. Ah, und, ja, wieder in die Suppe. Gut, ich werde ein paar Mal getroffen. Naja. Ich habe genug Energie, die fülle ich mir auch gleich wieder auf. So. Und das Kartenterminal. So, dann zeigen wir mal die Karte von Windstar. Ja, hier ist noch einiges zu sehen. Das werden wir alles irgendwann im Verlauf des Spiels noch sehen, die ganzen Sachen. Aber nicht jetzt. So. Das auch ab. So, dann müssen wir hier durch. Ja, auf der anderen Seite ist wieder ein Speicherraum. Ja, ich brauche aber nicht speichern. So, ich muss ja nicht bei jedem Speicherraum speichern. Weil im Moment kann mir hier nichts Tolles passieren. Ich habe genug Energie. Gegner kommen im Moment auch keine. So. Genau. Jetzt sind wir hier. Können uns wieder klein machen. Und hier lang kugeln. Machen wir die rote Tür hier wieder auf. Und finden das nächste Upgrade. Die Bombe.
Damit können wir im Ballmodus jetzt Bomben legen. Indem wir B drücken. So. Können wir hier durch. Und hier oben finden wir wieder einen Missile-Container. So. Auf. Und hab. Wunderbar. Missile-Container erhalten. Ja. Das freut uns. Je mehr Raketen, desto besser ist das doch. So, jetzt komme ich hier auch nicht mehr durch. Also hier auch nicht mehr raus. Ne, jetzt bin ich gefangen. Das heißt, ich muss hier aufdonnern. Und diese ganzen kleinen Käfer hier erledigen. Die mir jetzt natürlich ein bisschen Energie abziehen. So, ihr haut alle ab. Und das war schon. Sehr gut, die Käfer sind alle erledigt. Ja, ich nehme Schaden. Ja. Und nun muss ich wieder nach unten. Ja, aber nicht so weit nach unten. Das wollte ich nicht. Oh, da haut ab. Und zwar war hier irgendwo ja was, wo ich hin muss. Ja, nicht in die Suppe rein. So. Durchlaufen. Weiterlaufen. So. Genau, hier war der Energietank. Da. Und dann müsste hier das sein, wo ich hin muss. Genau. Hier eine Bombe legen. Jetzt das hier weg. Und ich kann hier runter. Nein. Ja, immer diese ganzen Gegner. So, die fliegenden Tanzzäpfchen oder was ihr darstellen sollt. Ach ja, rot. Muss ich mit Metall aufmachen. Und hier der nächste Hinweis, wo ich hin muss. Es dürfte es ab nach Norfair gehen. Und genau. Jetzt muss ich schon in das nächste Gebiet rein. Ist auch kein Problem. So, meine Energie ist wieder voll. Danke schön dafür. Liebe Statue. Und raus hier. Ach ja, die Tanzzäpfchen. Nein. Jetzt haben die mich ein paar Mal getroffen. Egal. Die Energie sammle ich auch wieder auf. Das weiß ich. Und kann ich hier was legen? Nö. Hätte sein können. Sah so verdächtig aus. Aber es war ja nix. Ja, mobb mich doch. Da. Oh, Energie. Gott, ich habe wieder voll Energie. Hier aufdonnern wieder und raus hier. So, denn hier müssen wir auch wieder lang. Wieder das Ding hier zerstören. Die fliegen, die wurden natürlich wieder. Hier, euer Gehäuse hier verteidigen. So, jetzt kann ich hier auch runter. Passiert mir hier nichts mehr. So, da gehe ich noch nicht runter. Das mache ich erst, wenn ich den Power Quip habe. Weil da unten ist auch wieder ein Missile-Container dann. Nein, nicht in die Suppe. Verdammt jetzt. Ah, Mist. Ah, so viel zu der Steuerung. Ey. Käfer holt ab. Ja, dann klebt ihr halt an mir dran. So, kurz gucken, wo bin ich? Gut, ich muss nach unten. So. Noch weiter nach unten. Noch weiter. Bis wir ganz unten angekommen sind und voila. Gut. Dann können wir hier jetzt weiter latschen, wo wir damals ja diesen einen Gegner hatten. Damals sage ich schon gerade eben. So, aufdonnern. Genau, jetzt hier diese Nashornkäfer, die mich ja leider irgendwie alle treffen. Leider nicht. Jetzt nicht geschafft. Gut, und dann ist hier schon der Fahrstuhl. Mit dem können wir nach unten fahren und das mache ich dann im nächsten Part. Also bis dahin. Tschüss.